Ich habe auf diesem Kanal schon über die seltsamsten Kreaturen und Monster geredet. Gruselige, verstörende Wesen aus aller Welt. Doch heute möchte ich mal wieder einen Blick auf Deutschland werfen. Ein Blick in die heimische Folklore, in heimische Sagen gestalten. Denn als ich gerade für andere Videos recherchierte, stieß ich auf einmal auf unglaubliche Kreaturen, auf echte Bestien, Monster, Mörder und dergleichen, die laut deutschen Legenden hier existieren sollen. Deswegen habe ich für euch jetzt einmal die 10 gruseligsten Kreaturen und auch Monster aus Deutschland rausgesucht. Also lehnt euch zurück und erfahrt von den Kreaturen und Bestien, die vielleicht direkt vor eurer Haustür leben. Viel Spaß! Wir beginnen diese Liste mit der Winsel oder auch Klagemutter. Die Winselmutter ist ein Wesen, welches einen zunächst an die Legende von La Llorona erinnern kann. Es handelt sich hierbei um eine ältere Frau, zumindest erscheint sie so, und diese ältere Frau, der Geist dieser Frau, findet keine Ruhe nach dem Tod. Und so taucht sie immer noch als weiße Gestalt an den unterschiedlichsten Orten in Deutschland auf. Dieses Wesen ist nicht an einen bestimmten Ort spezialisiert, es taucht nicht nur in einer Region auf, sondern die Winselmutter taucht überall in Deutschland auf. Vorwiegend an den gruseligsten Orten, die es gibt, zum Beispiel verlassene Krankenhäuser, Sanatorien oder auch allgemein gruselige Wälder. Doch sie taucht auch in Häusern von schwerkranken Menschen auf. Doch nun stellt sich die Frage, wie man bemerkt, dass so eine Winselmutter da ist. Solltet ihr an einem Ort sein, wo auch sie sich befindet, werdet ihr plötzlich von einer seltsamen Gestalt jammernde Geräusche hören können. Ihr werdet Winseln, Jammern und Weinen hören. Und dann habt ihr Kontakt mit der Winselmutter. Doch solltet ihr eben diese seltsam gruseligen Geräusche hören und die Winselmutter sehen, ist dies ein ziemlich schlechtes Zeichen, da sie nur dann anfängt zu weinen und zu jammern, wenn der Tod eines Menschen bevorsteht, der sich gerade in der Nähe befindet. Solltest du sie also hören, wenn du alleine mit ihr bist, könnte es sein, dass dies das Letzte war, was du hören wirst. Korndämon. Die Korndämonen sind übernatürliche und gruselige Kreaturen, die sich auf Kornfeldern oder anderen bewachsenen Feldern, wie zum Beispiel Rapsfeldern, aufhalten. Häufig wurden Kinder vor diesen seltsamen Wesen gewarnt, damit sie nicht das Feld betreten und Pflanzen, die dort angepflanzt wurden, zertreten. Doch dabei gibt es einige gruselige Kreaturen, die den Kindern berichtet wurden. So gibt es zum Beispiel den Roggenwolf, eine Art dämonischer Wolf, der einem Kind, welches das Feld betritt, die Kehle sofort durchbeißen wird und dieses Kind auf dem offenen Feld verbluten lässt. Oder es gibt den Kornmann. Der Kornmann ist in den meisten Überlieferungen ein Mann mit einem schwarzen langen Hut und tiefroten Augen. Dieser Mann lauert in den Feldern und wartet, dass Kinder das Feld betreten. Sollte irgendein Kind auf das Feld gehen, wird dieser Mann auf das Kind zustürmen und es entführen. Manchmal bringt er die Kinder irgendwann wieder zurück, häufig zur Erntezeit, doch manchmal behält er sie auch für immer. In manchen Geschichten ist diese ganze Situation allerdings noch grausamer, denn in manchen Geschichten ist dieser Mann schrecklich. So heißt es, dass dieser Mann Kindern den Kopf abschlägt, sie brutal erwürgt oder den Brustkorb zerquetscht, sodass sie sterben und nicht mehr atmen können. Und das alles erzählt man Kindern, bloß damit sie nicht auf ein frisch bewachsenes Feld treten. Wiedergänger. Der Wiedergänger ist quasi die deutsche Version eines Zombies, Geistes oder simpel eines Untoten. Es ist eine grauenhafte Gestalt. Manchmal ist sie bereits schrecklich verfault, so wie wir uns zum Beispiel einen Zombie vorstellen. Sein ganzer Körper ist von Maden durchzogen, man sieht überall Knochen und offenes Fleisch. Doch manchmal sind es auch nur noch vollkommene Skelette oder Geister. Diese Wesen konnten nach dem Tod nicht erlöst werden und wandern so weiterhin durch das Land auf der Suche nach neuen Opfern. Es heißt, dass diese Kreaturen nichts anderes im Sinn haben, als zu morden. So gehört zum Beispiel auch die Kreatur des berühmten kopflosen Reiters zu diesen Wiedergängern. Wenn ihr Angst vor solchen Wesen hättet, dann habt ihr eine Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Ihr solltet einfach nicht, wenn es Nacht wird, euch auf Friedhöfen aufhalten. Denn sobald die Dunkelheit anbricht, werden diese Kreaturen aus ihren Särgen kommen und nach neuen Opfern suchen. Das Nachtalb.
Das sogenannte Nachtalb oder auch Mar, wie es genannt wird, ist nach dem deutschen Volksglauben der Grund dafür, dass Menschen überhaupt Albträume haben. Es heißt, dass mitten in der Nacht, wenn ihr tief und fest schlaft, diese Kreatur durch ein Schlüsselloch oder Astloch in eurem Holzhaus hineindringen kann in euer Zimmer. Der Mar selbst ist ein kleines dämonisches Wesen. Es sieht so aus, wie man sich einen Dämon vorstellt, eine kleine graue Gestalt mit Hörnern. Und dieses Wesen setzt sich dann auf euren Brustkorb, während ihr schlaft. Dies sorgt dafür, dass dein ganzer Körper sofort gelähmt wird und du dich nicht mehr bewegen kannst. Und dann werden deine Albträume beginnen. Du wirst von schrecklichen Dingen träumen, Momenten, wo du selber stirbst, Krankheit erleidest, wo Menschen sterben, die dir wichtig sind und von vielem mehr. Meistens bringen diese grauenhaften Gestalten auch noch Krankheiten mit sich oder stehlen sogar bei schwangeren Frauen die Muttermilch. In anderen Regionen Deutschlands wird auch vom Geschlechtsverkehr mit diesen Kreaturen gesprochen, doch das ist eine andere Geschichte. Aufhocker. Der Aufhocker gehört auch zu den Wiedergängern. Er ist sozusagen eine Unterkategorie dieser Kreaturen und sieht meistens aus wie ein koboldartiger Geist oder Dämon. Dieser Dämon wartet in Büschen und an Waldwegen auf Wanderer, die nichtsahnd vorbeispazieren, und springt diese dann an. Der Aufhocker wird dann den Wanderer in einen gelähmten Zustand bringen und ihn dazu zwingen, zu einem bestimmten Ziel zu gehen. Dabei hat der Wanderer starke Albträume und Halluzinationen und zudem umgibt ihn ein Gefühl von großer Beklemmung und Schmerz. Meistens führt der Aufhocker den Wanderer dann zu dem Ort, an dem der Aufhocker selbst begraben liegt, also wo seine menschlichen Überreste noch liegen, und sorgt dann dafür, dass der Wanderer vor Erschöpfung am gleichen Ort auch sterben wird. Manchmal heißt es auch, dass diese Kreaturen Wanderer anspringen und sie dann auf brutale Art und Weise erwürgen, nur um dann wieder zurück in die Büsche zu verschwinden und auf den nächsten Wanderer zu warten. Nachzehrer. Wenn wir bereits bei Unterarten der Wiedergänger sind, so müssen wir auch über die sogenannten Nachzehrer sprechen. Ich hatte sie schon einmal in einem alten Video kurz angesprochen. Sie sind angeblich echte Vampire, die aus den Gräbern steigen, um sich am Fleisch und Blut von ahnungslosen Opfern zu ernähren. Doch der Nachzehrer muss nicht immer aus dem Grab steigen, um Menschen zu töten, so wie wir es uns von Vampiren vorstellen. In manchen Geschichten heißt es, dass der Nachzehrer auch einfach im Sarg liegen bleiben kann und die Lebensenergie von Menschen in der Umgebung oder auch Hinterbliebenen, die in der Nähe leben, aussaugen kann und sich selber einverleibt. Das bedeutet, der Nachzehrer bleibt im Grab und bringt einfach so Menschen um. Manche Geschichten sprechen auch davon, dass der Nachzehrer manchmal nur aus dem Grab steigt, um Menschen aus Spaß zu erwürgen. Die Angst vor dieser Kreatur war zeitweise damals so groß, dass man mehrere Leichen auf dem Bauch beerdigte. Dies wurde bei Menschen getan, vor denen man Angst hatte, da man glaubte, dass so ihre Macht verschwindet und sie nach dem Tod keine Gefahr mehr sind und nicht mehr als Nachzehrer aufstehen können. Gonga. Wir gehen nun in den hohen Norden zu den sogenannten Gonga. Gonga sind Geister, die laut alten Legenden auf der Insel Sylt und Amrum ihr Unwesen treiben sollen. Diese Gonga sind Poltergeister, können also auch Menschen heimsuchen, um ihnen zu schaden oder sie einfach nur zu verängstigen. Doch wie man ein Gonga wird, ist unterschiedlich. Einerseits kann ein unschuldig ermordeter oder verfluchter Mensch im Grab keine Ruhe finden und kehrt dann als körperloser Gonga zurück, also als echter Poltergeist. Die jedoch bekanntere Methode hat etwas mit Seefahrern zu tun. Sollte ein Seefahrer auf dem Meer umkommen, indem er zum Beispiel vom Schiff fällt oder trinkt, so steigt er nachts, jede Nacht aufs Neue, aus dem Meer auf und besucht alte Freunde und Verwandte. Hier wird er dann bei denen zu Hause das Licht löschen und sich auf die Decken der Schlafenden legen. Diese finden dann am nächsten Morgen Spuren von Salzwasser auf ihren Decken. Der Gonga macht dies so lange, bis irgendwer sich wieder an ihn erinnert. Nixen. Wo wir schon beim Meer sind, lohnt es sich auch über Nixen zu sprechen. Nixen sind Wassergeister. Man kann sie sich als diese typische Darstellung von Meerjungfrauen vorstellen, die manchmal komplett Frauen sind und manchmal eben halb Frau, halb Fisch. Diese Nixen haben aber eins gemeinsam. Sie alle sind absolut wunderschön und auch unfassbar tödlich. Denn sie sollen im Wasser lauern und vorbeiziehende Männer betören.
Sie locken dann irgendwelche Männer, die vorbeikommen, an und zeigen denen ihre Schönheit. Wenn diese Männer sich dann nähern, um Kontakt mit den Nixen zu haben, werden die Nixen sie greifen und unter die Wasseroberfläche ziehen und dort lassen sie dann die Männer auf grausame Art und Weise ertrinken. Sowohl im Meer als auch in ganz normalen Seen und Flüssen in ganz Deutschland sollen diese Nixen existieren und Menschen einfach nur so ermorden. Der schwarze Hund. Ein schwarzer Hund mag auf den ersten Blick nicht seltsam oder gruselig wirken. Doch früher gab es in Deutschland eine Angst vor diesem Tier. Denn es gab den Glauben, dass ein schwarzer Hund Vorbote von Tod und Leid sei. Wenn man also irgendwo draußen einen seltsam, dämonisch wirkenden schwarzen Hund sah, bedeutete das, dass man bald schwer krank wird oder selber bald das Zeitliche segnet und stirbt. Zudem hieß es häufig, dass der Teufel selbst aus der Hölle auf die Erde kommt und das in der Gestalt eines schwarzen Hundes. Man muss hier noch dazu sagen, dass diese Panik vor schwarzen Hunden auf der ganzen Welt weit verbreitet war. In England war die Angst vor diesen schwarzen Hunden noch deutlich ausgeprägter als zum Beispiel in Deutschland und sogar in Lateinamerika herrschte eine Furcht vor diesen Tieren. Nun kommen wir zum Schluss noch einmal in den Süden des Landes und sehen uns das letzte Wesen dieser Liste an, und zwar den sogenannten Nachtkrab. Der Nachtkrab existiert vorwiegend in bayerischen und österreichischen Legenden und Sagen, doch auch in Nordgeschichten tritt diese Kreatur als eine Art Sandmann auf. Doch wer nun an den freundlichen Sandmann denkt, der Kinder ins Reich der Träume leitet, der liegt hier komplett falsch. Denn der Nachtkrab ist eine Art rabenähnliche Gestalt, die nachts durch die Städte und Dörfer zieht. Sie sucht nach Einbruch der Dunkelheit nach Kindern, die sich getraut haben, noch rauszugehen und noch im Freien zu spielen. All diese Kinder, die in der Dunkelheit noch draußen sind, werden dann von dem Nachtkrab gejagt. Dieser wird auf die Kinder niederstürzen und sie entführen. Meistens trägt er die Kinder allerdings nicht für immer weg, sondern nur so weit, dass sie nie wieder von alleine nach Hause finden können und irgendwo mitten auf dem Weg nach Hause brutal verdursten und verhungern werden. Das waren diese 10 Kreaturen, die in deutschen Sagen und Legenden vorkommen. Ich fand dieses Thema extrem interessant, weil es zeigt, was für grauenhafte Geschichten man früher Kindern erzählt hat, nur um ihnen Angst zu machen oder ihn von gewissen Dingen abhalten. Ich meine, einem Kind zu erzählen, dass es brutal umgebracht wird, wenn es auf ein Feld tritt, ist vielleicht für heutige Standards etwas hart, doch früher eine häufig benutzte Methode gewesen. Das war auf jeden Fall diese Liste. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.